Vorsicht, Leute! Römer sind in Sicht! Schnell! Geht zur Seite! Provoziert sie nicht! Seid gefälligst leiser und hört meine Botschaft an, denn ich bringe euch vom Kaiser einen neuen Steuerplan. Ihr müsst wie nach allen Wahlen wieder neue Steuern zahlen, darum zahlt. Rom hat euch als Supermacht innere Sicherheit gebracht, also zahlt! Zahlt eure Steuern, unser Kaiser braucht viel Geld, um Soldaten anzuheuern für den Frieden in der Welt. Überall in Krisenstaaten stehen römische Soldaten, denn ihr wisst, Frieden hat heut nur Bestand mit Gewalt und starker Hand. Haltet Ruhe, ihr Leute, und seid friedlich und still. Der Kaiser steht uns zur Seite, darum tut, was der Kaiser will. Es ist ungeheuer, ich leiste Widerstand. Ich verweigere diese Steuer, jagt die Räuber aus dem Land. Hey, mach keine Schwierigkeiten, wir stehen für Gesetz und Recht. Lasst euch nicht zum Streik verleiten, denn sonst geht's euch allen schlecht. Juden werden nicht gefragt, tut nur, was der Kaiser sagt und begreift. Wir sind hier die Herren der Welt und wir tun, was uns gefällt. Das ist ungeheuer, auf zum Widerstand. Wir verweigern die Steuern und treiben die Räuber aus dem Land. Auf Soldaten zu den Waffen und schlag ohne Gnade drein. Lass die Schwerter Frieden schaffen, dann kehrt wieder Ruhe ein. Vorwärts Römer zum Gefecht, wir vertreten hier das Recht. Gott mit uns, die Antiterror-Allianz kennt bei Krawall null Toleranz! Halt, 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 keine Gewalt! Halt, halt, keine Gewalt! Ihr werdet doch nicht einen Krieg riskieren, wegen einer Frau! Wir sind natürlich loyale Steuerzahler und stehen in uneingeschränkter Solidarität zu unserem Kaiser. Was soll dann das Geschrei? Weibergeschwätz. Völlig unwichtig. Das verkünden schon unsere heiligen Schriften.